Okidoki Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario Maker 2 Online. Ich habe hier ein sehr, sehr giftiges Level gefunden. Schaut gar nicht in die Videobeschreibung rein, denn ich habe das schon getan. Und ich habe es im Nachhinein bereut. Ziemlich lost und empty. Okay, eigentlich interessiert mich die Überschrift nicht, sondern eher der Hintergrund. Weil ihr kennt das ja jedes Mal, wenn man in einem Level mit so einem Hintergrund unterwegs ist, hört man ja diese sanfte, entspannte Melodie, ey. Ich liebe das sowieso, wenn man, ja, bekannte Melodien nochmal verarbeitet. Oi. Und das Ganze einen anderen, beziehungsweise einen neuen Klang erhält. Das ist so cool. Ja, sanfte Melodien mag ich sowieso sehr gerne. Voll chillig. Wow, Mann, ist das cool, ey. So viele Sterne im Hintergrund. Boah, Fishbones. Auf der linken Seite. Naja, die bewegen sich nicht. Ist ja auch kein Wunder, sie sind nicht im Wasser. Oh, so ein unnötiger Witz. Aber so bin ich. Da ist ein fallender Stern. Wie nennt man sowas nochmal? Ich hab's vergessen. Ups. Ja, okay, gar nicht mal so verkehrt. Genau, mach doch den hier. Oh, Taxi. Brauchen wir den Block hier? Ja? Aber warum gibt es ihn denn? Hä? Das verstehe ich nicht. Wozu ist denn hier ein Schlangenblock? Das habe ich nicht gecheckt. Bam, bam, bam. Boah, was für ein gechilltes Level. Ein Trampolin. Nein, ne? Never ever. Ich habe irgendwie so ein komisches Gefühl. Aber ich kann mich auch täuschen. Irren ist menschlich, oder? So schaut's aus. Oh, wie cool sieht denn das aus? Ich glaube, Nico Robin würde sich darüber freuen, aber sie wird sich denken, ich verstehe diese Sprache nicht. Wow, okay, alles klar. Das hat wohl nichts mit dem One Piece zu tun. Joyboy. Wer ist Joyboy? Dies und mehr werden wir in der Zukunft erfahren. Boah, schaut mal. Der Stern sieht richtig cool aus. Oh nein. Egal, nochmal. Boah, verdammt, den habe ich ja voll vergessen. Wobei, den nehme ich mit, Junge. Ah, ich dachte schon, dass ich mich irgendwie auf richtig stupid... Ja, dass ich mich irgendwie treffen lassen werde. Aber doch nicht. Genau deswegen wollte ich den Koopa mitnehmen. Das war schon. Ja gut, wir haben uns aufgewärmt. Dann machen wir direkt weiter. Erstes Level. Check. Ab in die Tasche. Level beendet. Töllchen, Töllchen. Eine Minute und 59 Sekunden. Da geht noch einiges, Mr. Kanchi Manchi. Da geht noch einiges. Was haben wir hier? Speedrun? Oder nee, das muss kein Speedrun-Level sein. Schon wieder nichts in der Videobeschreibung. Was? Das Level muss nagelneu sein, oder? 0,00%? Ich glaube, ich habe einen Gedankenfehler. Er nennt sich original so. Verdammt, habe ich den... Ja, ich Idiot. Mist. Oh nein, ich werde ausgelacht. Toadette, was machen wir? Drück doch einfach auf Neustart. Stimmt. Voll verplant. Okay. Hier geht's weiter. Ding dong. Ah, ich muss spinnen, Junge. Ich muss spinnen. Boah. Okay. Ich mach einfach weiter. Oh, never ever. Oh, richtig dreist. Neustart, Mann. Richtig dreist. Ich muss Toadette retten. Nochmal. Eins. Ah, ding dong, ding dong. Ich finde das so cool. Ich liebe das. Irgendwas Japanisches. Mist. Mist, ey. Das ist so bitter. Ah, jetzt habe ich vergessen, wie die Spur richtig verläuft. Was erzähle ich da? Ich habe gerade keine Ahnung. Ah, okay, ich habe es mir doch richtig gemerkt. Ah, egal, oder? Mist, ich habe das so im Gefühl gehabt. Naja, aber das kann man immer so sagen, wenn man zum Beispiel zwei Entscheidungen treffen kann und man entscheidet sich für etwas und plötzlich stellt man fest, oh, die Entscheidung war komplett falsch, dann denkt man oder sagt man doch meistens, ich hatte das irgendwie so im Gefühl. Nein, nein. Hallo Leute, ich hoffe, ihr seid noch da. Ich hoffe, ihr kommt noch klar. Und wenn ich das Level beende, dann wird es wunderbar. Ja, ding dong. Ding dong. Verdammt, war das ich? Jawohl. Ey, verdammt, was mache ich jetzt? Jawohl, gib ihm.
Bis 30? Das halte ich nicht aus. Nee, da steht nichts mit 30. Kurz und knackig. Oh, richtig. Oh, richtig, das war ein Versehen. Jawohl, Junge, was geht denn hier ab? Ich glaube unten, oder? Never ever. Nein. Hä? Wie soll ich mir das denn alles merken? Ja, tschüss, Junge. Tschüss, sag mal, willst du mich reinlegen? Never ever. Never ever, das kann ich euch doch nicht antun. Ich werde jetzt richtig lange brauchen. Bestimmt 20, 30 Minuten. Aber merkt euch dieses Level, das ist richtig lustig. Vielleicht tue ich mir das irgendwann an. Ein anderes Mal vielleicht. 0,00 Abschlussrate. Was? Man muss doch immer wieder hier... Ja, irgendwie failen, oder nicht? Oder du hast gleich von Anfang an so einen richtig goldigen Run. Oder du kannst Japanisch. Oder du hast schon mal so ein Level gespielt. Und ja, weiß, was Sache ist. Bock Boss Battle, BBB. Darauf habe ich Bock, Super Mario World. Ich liebe den Grafikstil, ihr wisst ja. So ist das, der Grafikstil ist mega. Schaut euch mal Toadette an. Sieht's nicht putzig aus? Oh, das ist so geil, dass Charaktere, die damals in dem Spiel gar nicht vertreten waren. Ey, pass mal auf, Mann. Durch Super Mario Maker 2 spielbar sind. Ey, das ist so Hammer. Oh nein. Wer? Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, das war's sowieso. Ey, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich mich von dem Flammen da nicht treffen lassen werde. Ich dachte, ich werde mich treffen lassen. Was soll denn das? Ja, ich komme jetzt nicht mehr klar. Wie habe ich das denn gerade gemacht, Mann? Bin ich jetzt vielleicht zu schnell? Ich habe gerade keine Ahnung. Es kann sein, dass ich gerade ein bisschen zu schnell unterwegs bin. Pass auf, Mann. Das hört nicht auf. Ach, doch, das hört auf. Boah, ich bin jetzt voll hungrig geworden, Mann. Pass auf. Ich spring noch nicht. Ja, ich wusste schon, dass hier irgendwas ist. Wesen, versteckte Blöcke. Oh, Junge, das könnte sein. Warum ist da nichts? Mal kurz rein. Hallo? Da ist nichts. Oh, hier geht die Party ab. Brrrt. Habt ihr das gesehen? Nochmal. Schnell. Okay. Ja, das wird hier ein bisschen eng. Ein bisschen. Aber ich krieg das schon hit. Hin. Hit? Was? Hin, meine ich. In der Ruhe liegt die Kraft. Kein Stress. Stress ist nicht gut für die Haut. Da oben geht's weiter. Boah, da oben geht's weiter. Wie komme ich denn da oben an? Geht das? Normal geht das. Ich glaube, ich sollte nicht runterspringen. Hä? Warte mal, wenn ich jetzt hier reingehe, nicht, dass ich da rauskomme. Never ever. Schönes Level. Richtig cool. Wie es endet jetzt. Das wäre so traurig. Stimmt, es gibt ja noch einen kleinen Bossfight. Ja, für welche Feuerblume entscheide ich mich jetzt? Ich nehme sie alle mit, Mann. Ach ja, ist er jetzt schon da? Beziehungsweise sie? Ja, ich will sie bekämpfen. Hä? Oh nein! Oh, warte mal, hat sie schon verloren? Ey, ich muss sie gar nicht bekämpfen. Warte mal, wieso sinkt die Lava nicht? Also ich glaube, ich spinne. Das passiert jetzt gerade nicht wirklich, oder? Hä? Die Lava sinkt nicht, Junge. Warum? Was soll ich denn jetzt machen? Da war das Ziel. Ey, wollen wir uns jetzt noch einmal das Level antun? Ich meine, ich hätte... Was rede ich da? Aber die Möglichkeit war ja eben da, das Ziel zu erreichen. Ich wollte aber meine Gegnerin bekämpfen. Nee, also... Nochmal neu starten müssen wir echt nicht. Also das Level kann man vielleicht schon so betrachten, dass ich es gerade abgeschlossen habe. Stattdessen tun wir uns ein anderes Level an, anstatt dass ich jetzt noch einmal dasselbe Level zocke. Oh, bestimmt werde ich entweder richtig lange dafür brauchen oder es gar nicht hinkriegen. Gegen die Zeit. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. In irgendeinem Part hatte ich das doch schon mal. Warte mal, was war da? Irgendwas Wassermäßiges. Aber nicht nur im Wasser, sondern auch außerhalb. Oh, verdammt. Darauf habe ich nicht geachtet. Oh, das ist ja ein Speedrun-Level. Doch, das könnte ich hinkriegen.
Ja, normal. Doch, Speedrun leveln. Naja, es kommt drauf an, was für Leveln das sind. Wenn du einfach nur... Nein, Mann. Oh, das war zu eng, aber ich habe sowieso nicht mal allzu viel Zeit gehabt. Wenn du nur durchrennen musst, dann geht das. Okay, hier ist das ja nicht nur durchrennen. Du musst ja auch hingucken. Aber wenn du das alles gut times, ist alles supi. Hier zum Beispiel. Springen, aber trotzdem im Rennen sein. Um Zeit zu sparen. Oh yeah, da habe ich Zeit verloren. Oh, da habe ich auch Zeit verloren. Spin, Junge. Oh, welches Rohr ist denn richtig? Oh, willst du mich reinlegen? Welches Rohr ist denn richtig? How should I know this? Let's go. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Doch, ich krieg das hin. Ich habe das voll im Gefühl. Beung. Ich bin to dead. Oh, nee, da hätte ich springen sollen. Ja, klar. Bam, Junge. Oh. Ah, Steinblock. Pfeife, ey. Mal da rein. Ey, was soll denn das? Ah, da ist eine Tür. Ey, aber das ist aber richtig dreisti-meisti. Dennoch denke ich, dass ich das hinkriegen kann. I am a little bit crazy, but a little bit. Oh nein, ich habe Zeit verloren. Oh, ich habe Zeit verloren. Richtig ätzend. Spin. Ja, genau. Let's go. Okay, bam. Spin. Lauf. Nein. Ich habe gesagt, ich krieg das hin, deswegen werde ich das jetzt durchziehen. Das wäre so peinlich, wenn ich das nicht zu Ende bringe. Nee, Mann. Hier wird nichts rausgeschnitten. Ich zieh das durch. Juck nicht. Oh nein, schon wieder zu viel Zeit verloren. Ich muss ein bisschen schneller denken. Animal Crossing, cool. Oh, Junge. Oh, schöne Grüße von Jesse. Mist, ey. Um ehrlich zu sein, habe ich gerade selbst ein bisschen Bock auf Animal Crossing bekommen, obwohl ich es noch nie gespielt habe. Aber als ich, oder ich bin ja zwischendurch bei meiner Schwester und sie zockt das und ich schaue ihr mal zu. Vor der Tür. Natürlich, das ist genauso wie, als ob du, ja, Mann, vor dem Boss stehst und die Tür geht zu. Mist, ey, oder? Oh, wieso geht das denn nicht mit dem Wandsprung hier? Das regt mich voll auf. Da flippe ich doch gleich aus. Ich flippe die Flip aus. Aufheben, werfen. Spin. Oh, ich schaff das schon wieder nicht, oder? Oh, never ever. Das ist doch richtig eklig. Mann. Oder ist vielleicht doch irgendein Rohr richtig? Nee, ich zieh das durch, juckt nicht. Oh, nee, das nervt aber. Ich krieg das mit dem Wandsprung hier nicht hin. Sag mal, bin ich so crazy oder was? Hilfe. Oh, nee. Okay. Jawohl. Oh, komm schon. Duck dich. Nein. Oh, das Level kriegt mich auf. Immer vor der Tür. Ich krieg gleich die Krise. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich aber nicht. Warum, Junge? Warum? Oh. Spin. Rein da. Hoch, Mann. Okay. Ja, let's go. Ja. Oh, never ever. Mann, das... Ey, ich kann nicht mehr. Doch, ich kann schon, aber ich kann nicht mehr. Aber ich kann schon. Sorry, ich habe gerade Streit mit mir selbst. Was soll das? Ich gebe mir Messes. Oh, nee, ey. Ich habe gesagt, ich schaff das. Das ist doch peinlich. Das kann ich nicht bringen. Never ever. Komm jetzt. Oh, warum bleibst du denn immer da? Ey, sag mal. Ich verstehe das nicht. Ich bleib da voll oft hängen. Als ob mir das Level sagen wollen. Oh, toll. Als ob mir das Level sagen wollen würde. Nee. Die Tür ist falsch. Wie willst du das denn alles zeitlich hinkriegen? Ja, okay, dann check ich die anderen Röhren ab. Ey, sag mal. Ich bin gegen das Trampolin gelaufen. Ich glaube, ich spinn doch. Ich kann bestimmt nicht mal das zweite Rohr jetzt erreichen. Gespinnt. Ich glaube, ich spinne. Oh, ich krieg das nicht mal hin, glaube ich. Never ever. Es ist doch bitter. Ich kann nicht mal das zweite Rohr abchecken. Warum habe ich das gesagt alles? Oh, der Kampf mit sich selbst ist immer so ein schwieriger Kampf. Sollte man echt nicht unterschätzen. Oh, Junge. Oh, warum bleibst du denn stehen? Der Boss hat doch keine Verspätung. Oh, du willst mich doch reinlegen.
Rein da. Ich kann wirklich nicht mehr. Das nervt. Aber ich hoffe, ihr habt noch Spaß. Ey, wieso habe ich das gesagt? Ich krieg gleich die Krise. Ich habe meine große Klappe. Bleib doch nicht stehen, Tudi. Jetzt haben wir auf ganz blöd eine Sekunde verloren, weißt du? Boah. Ja. 0-0-0, Junge. Das war's, Mann. Das war's. Beim nächsten Mal überlege ich nochmal 50 Mal, ob ich sagen sollte, ich krieg das hin oder nicht. Aber ich hab's wirklich hingekriegt. Jetzt freue ich mich. Jetzt freue ich mich. Toll. Ich gebe dem Level auf jeden Fall ein Täuschen. Nee, das Level hat Spaß gemacht. Nee, wirklich. Ich dachte mir eben nur, oh, ich wollte eigentlich den Part ein bisschen kürzer halten. Aber die ganze Zeit failen im selben Level, das wird auch immer, ja, so eine andere Sache dann sein, die man sich gar nicht so erhofft und erdacht hat. Und ich glaube, ich sollte das Video jetzt beenden, weil ich gerade schon wieder Schwachsinn erzähle. Aber ich werde das nicht rausschneiden. Nö, ich lasse das drin, damit ich irgendwann nach 30, 40 Jahren mir das nochmal anschauen kann. Und mich einfach nur über mich selbst lustig machen kann. Danke, dass ihr da wart, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass wir uns in den nächsten Parts wiedersehen. Macht es gut und tschüssi.